Am 14. November ist Weltdiabetestag. Auf dem ganzen Erdball finden dazu Veranstaltungen statt, die über die Stoffwechselerkrankung aufklären und informieren. Auch im Berliner Kongresszentrum am Alexanderplatz bietet sich den Besuchern ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Mitmachaktionen und Informationsständen. Diabetes betrifft viele Lebensbereiche. Man muss lernen, sich wieder mehr zu bewegen und auch besser zu essen. Das fängt sozusagen an, dass Pep und Pepper aus dem Fernsehen Kindern zeigt, wie man sich noch ein bisschen lustiger bewegt. Der Sternekoch Tim Raue, ein persönliches Highlight, dass man eben auch sehr, sehr schmackhaft gesund kochen kann. Aber auch die medizinischen Beiträge natürlich, die vom Kind bis zum Erwachsenen, bis zum alten Menschen reichen, sind hochinformativ und ich freue mich, dass wir hier ausgezeichnete Referenten haben. Wie wichtig eine solche Veranstaltung ist, das zeigt sich auch angesichts der aktuellen politischen Rahmenbedingungen. Die neue Gesundheitsreform führt zum einen sicherlich zu einem Ansteigen der Krankenkassenbeiträge, das ist eine Seite. Wir haben auf der zweiten Seite allerdings auch Bestrebungen, die Leistungsinhalte zu kürzen. Wir versuchen den Patienten durch diesen Dschungel zu lotsen, ihn zu coachen und nehmen auch in diesem Gesundheitswesen die Funktion als Notar und Wächter wahr, damit alles seinen geordneten Gang geht und die Diabetiker nicht entsprechenden Nachteilen ausgesetzt sind. Aufklärung ist deshalb enorm wichtig. Das gilt auch für die Ernährung. Die Grundproblematik im Ernährungsmarkt liegt darin, dass die Kaufanreize so subtil sind, dass am Ende des Tages wir immer häufiger Produkte kaufen, die etwas versprechen, uns etwas versprechen, was sie nicht halten können, mit dem Effekt zum Beispiel gerade, was gesundheitliche Effekte anlangt, dass die Leute deutlich mehr Kalorien zu sich nehmen, als sie eigentlich beabsichtigten, dass deutlich mehr Zucker verzehrt wird, als man es eigentlich wollte, weil der tatsächliche Zuckergehalt, der natürlich für uns attraktiv schmeckt, aber im entsprechenden Produktauftritt, im Werbeauftritt natürlich verschleiert wird. In einer Kochshow erfahren die vielen Interessierten dann, wie man die Nahrung gesund und schmackhaft zubereiten kann. Kochen bedeutet ja vor allen Dingen, dass man Geschmack definiert. Man kann ein Stück Lachs völlig durchgaren, braten, bei 180 Grad in den Ofen schieben und dazu einfach ein Kartoffelpüree essen. Man kann ihn aber auch bei 69 Grad langsam garen und so wie wir heute einen Salat von jungem Spitzkohl mit Orangen und Ingwer machen, mit ein wenig Chili schärfen und auf einmal hat man ein Gericht, was einem einfach Kraft gibt, wo Freude da ist, wo der ganze Gaumen angeregt wird, das Mundwasser zusammenläuft und das ist sprichwörtlich genau das, was wir eigentlich erreichen wollen. Auf dem Gesundheitsmarkt gibt es Blutzucker- und HbA1c-Messungen. Außerdem können sich Betroffene und Angehörige rund um das Thema Diabetes informieren, wie zum Beispiel über neue Therapiemöglichkeiten. Insbesondere gibt es dort, was man leider spritzen muss, weil es ein Hormon ist, sogenannte GLP-1-Analoga. Die optimieren eigentlich den Stoffwechsel für den Patienten, ohne dass er große Gefahren hat. Zwei Dinge, wo man Angst hat, wenn man Insulin bekommen sollte. Das ist, man hat Angst, man kippt davon um mit Hypus oder man nimmt zu. Diese Dinge treten dort nicht auf. Dieses Medikament sorgt eher dafür, dass man Gewicht reduzieren kann. Man braucht nicht so oft seinen Zucker kontrollieren, weil auch die Hypoglykämien eigentlich nicht auftreten können. Und man kann eine ganz adäquate Lebensführung sehr bequem damit erreichen. Das ist natürlich günstig und da sind wir gespannt, wie die weitere Entwicklung dort noch vorankommen wird. Neben der Medikation und der richtigen Ernährung gehört zur Therapie auch regelmäßige sportliche Betätigung, zu der hier die Teilnehmer aktiv motiviert werden. Allerdings sollten Menschen mit Diabetes dabei einige Punkte bedenken. Die hauptsächlichen Gefahren liegen zum einen darin, bei körperlicher Aktivität eine schwere Unterzuckerung zu bekommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass vorher, eventuell auch währenddessen oder nachher, regelmäßige Blutzuckerkontrollen durchgeführt werden. Aber auch die Entwicklung einer Ketoazidose, also ein erhöhter Blutzucker, oder bei vorliegenden diabetischen Folgeerkrankungen weitere Probleme zu bekommen, sind alles Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Und dann steht der sportlichen Aktivität nichts mehr im Wege. Auch er ist Diabetiker, der Gewichtheber Matthias Steiner. Von ihm gibt es Tipps für Sportanfänger. Ja, grundsätzlich Sport, den Sport treiben, der ihm Spaß macht. Das ist ganz wichtig, es muss Spaß machen, es soll keine große Überwindung sein. Und dann halte ich es für sinnvoll, dass man so zwei, dreimal die Woche auf jeden Fall ordentlich schwitzt beim Sport. Also nicht einfach nur ein bisschen Billard spielen oder so, das fällt nicht unter Sport bei mir, sondern nur Spaß. Also man soll schon ein bisschen schwitzen.
Und es soll einem gut tun. Man soll danach merken, man braucht weniger Insulin. Das sind so die Sachen, die ich einfach sagen kann. Gleich zwei erfreuliche Effekte hat der Sport bei Diabetes. Er macht Spaß und er dient als Medikament. Aufwärmen ist aber Pflicht. Und dann kann es richtig losgehen. Zum ersten Weltdiabetes-Tag-Walk, angeführt von den ehemals erfolgreichsten Leichtathleten Deutschlands, Harald Schmid und Heide Egger-Rosendahl. Wir unterstützen den ersten Diabetes-Walk, weil das in unser Konzept passt, in unser ganzheitliches Konzept Changing Diabetes. Wir wollen nämlich nicht nur die beste Therapie für Diabetes anbieten, sondern wir wollen auch in der Vorbeugung schon arbeiten, beziehungsweise auch die Bewegung als wichtige Form der Therapie einführen. Ein rundum gelungener Tag. Es sind, glaube ich, über 5000 Menschen hierher gekommen. Das heißt, die Nachricht, dass Diabetes uns alle gefangen nehmen kann und dass es wichtig ist, sich zu informieren, ob man bereits Diabetes hat oder nur zu den Menschen gehört, die sich gesundheitsbewusst verhalten wollen, dass das erreicht ist, und darüber freue ich mich sehr. Auch die Besucher sind begeistert. Sehr schön, dass es die Sache gibt, dass wir überhaupt mal eine Information und Hinweise in der Form hier rübergebracht werden. Ne? Ich habe meine Leute mobil machen können, habe gesagt, Weltdiabetes habt ihr nicht alle Tage, da könnt ihr mitgehen und da habt ihr wirklich alles mal vor Augen. Auch für einen Nicht-Diabetiker, der jetzt wie ich heute Begleitperson war, sehr interessant. Ja. Diabetes ins Licht der Öffentlichkeit rücken, das will auch die alljährliche Beleuchtungsaktion, bei der weltweit berühmte Gebäude und Monumente blau angestrahlt werden.